Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und zeige mich mal hier wieder bei YouTube. Es kam mir jetzt so lange Zeit nichts von mir und ich habe mir gedacht, ich nehme das diesmal wieder in Angriff und mache wirklich mal wieder ein bisschen mehr. Ich hatte ja einmal gesagt, dass wieder was von mir kommt, aber es kam einfach so vieles dazwischen. Wir haben ein Haus gebaut, dann kam das zweite Kind, wir haben eine mega lange Reise hinter uns. Fast 3 Monate waren wir jetzt unterwegs und ich danke euch erstmal für diejenigen, die die ganze Zeit hier geblieben sind, also für die ganzen Follower, die mir hier folgen und auch nicht gegangen sind und die mir so treu geblieben sind und die ganze Zeit erwartungsvoll gewartet haben, bis das nächste Video kommt. Denn das hatte ich ja so groß angekündigt. Ich glaube, das war sogar in Portugal, als ich das Video gemacht habe. Naja, jedenfalls, kurze Rede. Wie sagt man das? Das Sprichwort. Kurze Rede, langer Sinn. Nein, wie peinlich. Kurze Rede, langer Sinn. Langer Sinn, kurze Rede? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin total durch, ne? Nein, das schneide ich sehr wahrscheinlich eh raus. So, nochmal neu. Jedenfalls werde ich euch jetzt hier wieder ein bisschen mehr erzählen. Ich wollte eigentlich damit anfangen, dass ich euch erzähle von der Geburt von Juline. Das ist ja mein zweites Kind, diesmal ein Mädchen. Und das wollte ich euch hier heute berichten in dem Video. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Und es würde mich natürlich total freuen, wenn ihr dann demnächst auch wieder öfter einschaltet und dabei bleibt. Ja. Genau, dann fangen wir mal an. Ja, und zwar, die zweite Schwangerschaft war total krass, fand ich, weil sie einfach so an mir vorbeigeflogen ist. Ich meine, jede zweite Schwangerschaft, kann man sich vorstellen, ist vielleicht auch gar nicht mehr so mega aufregend wie die erste. Das können die Frauen und Mütter natürlich total nachvollziehen, die das gerade auch hinter sich haben, beziehungsweise das auch durchgemacht haben. Und ich kann es immer noch nicht fassen, es ging einfach rasend schnell vorbei. Ich habe irgendwie so gut wie gar nichts mitbekommen, vor allen Dingen halt auch, weil der Kian ja auch noch ziemlich klein war und mich da auch noch ziemlich viel gebraucht hat. Der Kian war, ich glaube, 15 Monate alt, ja, 15 oder 16 Monate alt, als ich schwanger wurde. Anfangs ging es halt noch, ich hatte auch wirklich kaum Beschwerden. Es war auch wieder eine super tolle Schwangerschaft. Aber sie ist einfach an mir vorbeigeflogen. Ich konnte es irgendwie gar nicht richtig genießen. Ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Und auf einmal war der Zeitpunkt da. Der Bauch wurde immer runder. Ich konnte mich weniger bewegen. Und irgendwann war dann auch endlich der Zeitpunkt gekommen. Die Geburt stand bevor. Beziehungsweise, genau, wollte ich euch noch kurz sagen, ich war ja schon 6 Tage überfällig. Und ich konnte es auch ehrlich gesagt nicht mehr aushalten. Ich war irgendwie total ungeduldig. Es verging wirklich kein Tag, an dem irgendjemand gefragt hat, mein Gott, wann ist endlich die Geburt? Und woher soll ich das wissen? Ich wollte auch einfach nur, dass sie aus mir rauskommt. Ich hatte keine Lust mehr. Es waren eigentlich nur 6 Tage drüber, aber das waren schon heftige 6 Tage. Ich wollte einfach nur, dass es ein Ende hat. Und ich habe wirklich alles getan. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, dass die Wehen endlich in Gang gesetzt werden. Ich habe von Ananas essen, also ich habe halt auch so eine Rundfrage gemacht, was hilft für die Wehen anzukommen, also was genau soll ich tun, damit sie endlich, dass sie sich endlich auf den Weg macht. Und wir haben wirklich alles probiert, von einer kompletten Ananas essen bis heiß baden, viel Zimt essen, Sex, es war wirklich alles dabei. Aber es hat einfach nichts gebracht und
Dann hatte ich noch einen Frauenarzttermin und die sagten dann zu mir, wenn sie dann jetzt nicht am siebten Tag sich selbst auf den Weg macht, dann müssen wir auf jeden Fall ein Gespräch im Krankenhaus führen, weil dann wird es eventuell eingeleitet. Und darauf hatte ich absolut keinen Bock, weil ich genau wusste, dass eine Einleitung sehr wahrscheinlich doch schmerzhafter sein wird, als wenn sie sich jetzt selbst auf den Weg macht. Deswegen habe ich einfach nur gehofft und gebetet, dass sie sich selbst auf den Weg macht. Und ja, an Tag plus 6, war es dann so, morgens um 6.40 Uhr reiße ich auf einmal die Augen auf und denke so, wow, was ist das? Ein komischer Schmerz, den ich so nicht kenne, also zumindest mal nicht aus dieser Schwangerschaft. Fühlt sich irgendwie anders an als sonst. Aber das hat sich eigentlich auch relativ schnell wieder gelegt. Ich bin dann erstmal kurz noch im Bett liegen geblieben und habe überlegt, ja okay, wenn es dann heute losgeht, was mache ich als erstes? Ja, aber da sich das dann halt alles schon wieder so schnell gelegt hatte mit den Schmerzen, dachte ich so, ich glaube vielleicht doch nicht, dass es losgeht, aber ich könnte ja mal heiß baden gehen. Schliefen noch alle und ja, dann habe ich mich erstmal in die Badewanne gesetzt und habe das Wasser richtig heiß gemacht, damit die Wehen in Gang kommen. Nur leider war es halt so, dass da nichts passiert ist. Gar nichts. Ich habe da quasi eine Stunde rumgelegen und habe gedacht, na gut, dann geht es heute halt nicht los. Und nach dem Baden habe ich dann erstmal alle geweckt und dann sind wir frühstücken gewesen unten und habe meinem Mann gesagt, ja, irgendwie fühlt sich das heute anders an als sonst. Es sind aber noch nicht so die richtigen Wehen. Irgendwie fühlt sich das heute alles komisch an. Vielleicht geht es ja doch los, ich weiß es nicht. Und ich war so ein bisschen am Ratschlagen und wir haben uns dann dazu entschlossen, dann doch mal jemandem Bescheid zu sagen, weil dann habe ich gemerkt, dass ich doch heftigere Unterleibsschmerzen bekomme. Das war so während dem Frühstück. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel Uhr hatten wir denn da ungefähr? Ich glaube so 9 Uhr. Und wir hatten abgemacht, dass meine Nachbarin auf den Kieren aufpasst, weil es halt einfach schneller geht. Meine Eltern wohnen nicht um die Ecke und die habe ich dann auch erstmal kontaktiert. Ja, aber es sollte wohl nicht so sein. Sie ging nicht an ihr Handy ran und dann habe ich gedacht, gut, dann müssen wir Plan B in Betracht ziehen. Plan B war halt einfach, dass wir meine Eltern anrufen. Und zum Glück hatte mein Mann schon Urlaub, weil die Kleine sollte ja eigentlich auch schon 6 Tage auf der Welt sein. Weil es war halt auch so, dass die ganzen Frauenärzten, oder zumindest der eine Frauenarzt, also Pränatalklinik, hatte gesagt, die kommt bestimmt früher. Und meine Frauenärztin hat es auch die ganze Zeit gesagt. Und ich hatte das irgendwie auch so im Gefühl, dass sie früher kommt. Naja, jedenfalls hatte mein Mann schon Urlaub. Und ich habe dann meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, ich glaube, es geht heute los, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ich weiß es nicht. Und die müssen halt auch eine Stunde, anderthalb fahren zu uns. Und dann habe ich gesagt, macht euch mal auf den Weg, aber es ist halt noch nicht so ganz sicher. Es kann halt auch sein, dass ihr wieder zurückfahren müsst und es ist Fehlalarm. Und meine Mutter sagte nur, wir kommen, macht dir keine Sorgen, wir machen uns auf den Weg. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt so. Ja, und ich bin auch echt dankbar, dass sie sich dann auf den Weg gemacht haben. Sie war dann so gegen 12.45 Uhr dann bei uns. Und ich war dann halt auch schon so ein bisschen die Sachen am Vorbereiten vom Kieren. Denn er hatte noch keinen Mittag gegessen. Und ich habe ihn dann so ein bisschen so eine Lunchbox vorbereitet. Und habe gedacht, mein Gott, das arme Kind kann ja nicht ohne Essen fahren. Und dabei habe ich dann so gemerkt, oh, okay, die Wehen werden jetzt echt heftiger. Meine Mutter hat dann auch so ein bisschen mit mir gequatscht und merkte auf einmal so, okay, du hast Wehen, sagte sie zu mir. Und ich so, ja, aber die sind noch ganz leicht. Und gesagt, Ramona, du musst deine Wehen schon veratmen. Die sind nicht mehr so leicht, wie du jetzt gerade denkst. Und ich merkte dann auch so, als ich so in mich reingefühlt habe, die Wehen sind wirklich schon ein bisschen heftiger. Ich musste es veratmen, musste stehen bleiben und habe auch schon so eine gewisse Position eingenommen, habe mich mal so hängen lassen und mal am Tisch abgestützt. Ja, die Mama hat es mir dann irgendwie so ein bisschen bewusster gemacht, dass es dann doch heute losgeht, also an dem Tag. Und
ja, ich war noch im Keller, habe dann da auch noch was geholt, kam wieder hoch und mein Papa wollte irgendwas zu mir sagen. Ich so, halt, stopp, ich habe gerade eine Wehe. Einen Moment bitte. Ich muss gerade die Wehe veratmen. Und meine Mutter sagt nur, es wird jetzt echt Zeit. Die sind richtig knapp beisammen. Also die werden immer kürzer, die Wehen. Ihr müsst losfahren. Und ich habe das überhaupt gar nicht so empfunden. Ich habe gedacht, boah, Mama, die sind doch noch super auszuhalten. Das ist mal eine Wehe. Ja, zwischendurch kommt mal eine. Und die ist auch schon ein bisschen schmerzhafter als vor einer halben Stunde oder so. Aber ich bin echt, was Schmerzen angeht, wohl hart im Nehmen und empfinde das gar nicht so extrem. Jedenfalls sagte ich meinem Mann, okay, wir müssen jetzt los. Und meine Eltern habe ich dann auch ausgescheucht. Und wir sind dann auch wirklich losgefahren. Wir sind circa eine halbe Stunde dann ins Krankenhaus gefahren. Und ich sagte auch zu meinem Mann, also wir brauchen nicht auf dem Gelände zu parken vom Krankenhaus. Wir können auch noch außerhalb parken. Das schaffe ich auch noch, dahin zu gehen, hinzuspazieren. Und ich habe in Bonn in der Uniklinik im Bunden. Und wer das Uniklinik-Gelände kennt, weiß, wie weitläufig das ist. Wir haben jedenfalls außen geparkt, da wo man nichts bezahlen muss. Und sind dann zu Fuß noch dahin. Das war dann auch noch mal circa eine Viertelstunde. Ich weiß es nicht. Ich kann das mit der Zeit halt schlecht einschätzen. Wir waren gegen 14 Uhr, kurz vor 14 Uhr dann im Krankenhaus. Und kamen dann da an. Hab das Kind nicht auf den Weg bekommen. Hab mich angemeldet vorne an der Anmeldung. Und die sagte doch tatsächlich zu mir, Sie müssen eine Wartemarke ziehen. Ich bin fast echt aus allen Wolken gefallen, denn ich hatte Wehen und habe ihr dann gesagt, hallo, ich bekomme jetzt mein Kind. Ich ziehe jetzt ganz sicherlich eine Wartemarke. Ich gehe jetzt in den Kreissaal. Und die Antwort habe ich schon gar nicht mehr gehört, weil wir uns dann in den Weg in den Aufzug gemacht hatten und sind dann nach oben gefahren und habe dann halt am Kreissaal geklingelt und gesagt, ja, so und so. Hab jetzt gerade Wehen und ich glaube, das Kind kommt jetzt gleich. Und ich bin halt total entspannt und ruhig geblieben und habe das auch gar nicht so gezeigt, dass ich Wehen habe. Also, wie soll man sagen? Ich glaube, ich ertrage das halt einfach gut, die Schmerzen, und kann das noch relativ ruhig sagen und bin halt auch voll ruhig geblieben. Ja, ich kann es halt nicht anders erklären. Man hat es mir anscheinend nicht so angesehen. Jedenfalls kam ich dann erstmal in einen Nebenraum zum CTG anschließen. Die wollten ja auch erstmal sehen, wie weit ich bin. Der Muttermund wurde überprüft. Ich glaube, ich war bei 3 cm. Was mich eigentlich total verwundert hat, weil ich in der kompletten Schwangerschaft, also schon die ganze Zeit, einen offenen Muttermund hatte von 2 cm. Und ich dachte wirklich, also das Kind plumpst gleich aus mir raus. Ich habe das irgendwie schon im Geburtskanal gemerkt. Oder es hat schon so sehr gedrückt, dass ich gedacht habe, es geht jetzt eh gleich los. Jedenfalls lag ich da und ich habe auch noch so den Blick, ich weiß es noch so hundertprozentig genau, ich habe den Blick nach hinten geschwenkt und denke so, okay, das ist jetzt die erste Wehe. Habe dann auf dem CTG gesehen, schlägt total aus. Guck wieder nach hinten, okay, dritte Wehe. Denke so, wow, jetzt werden die Wehen heftiger. Richtig heftig, sodass ich gedacht habe, scheiße, ich weiß nicht mehr, Entschuldigung für den Ausdruck, ich weiß nicht mehr, wohin mit den Wehen. Es geht los. Und mein Mann saß mir direkt nebenan und hatte auf dem Stuhl gesessen. Und es hat gerade das Telefon geklingelt in dem Moment. Und er ist dann auch rangegangen. Und in dem Moment, weiß ich noch, hat es Peng gemacht in mir drinne. Es war die Fruchtblase, die ist geplatzt. Und das hat sich echt krass angefühlt. Es war irgendwie voll cool. Und irgendwie wusste ich, okay, jetzt geht's wirklich los. Jetzt wird's wirklich richtig ernst. Und es wurde natürlich alles nass. Ich lag da in einer Jeans mit Turnschuhen an, voller Montur. Und dachte nur, krass, so fühlt sich das an. Es hat richtig Blob gemacht. Es war schön. Es hat sich irgendwie richtig cool angefühlt. Ich wusste, jetzt geht's los. Jetzt ist nichts mehr zu halten. Und ich habe auf einmal nur noch geschrien, die Fruchtblase ist geplatzt. Und guck so zu meinem Mann rüber. Er am Telefon. Die Fruchtblase ist geplatzt. Es geht jetzt los. Und legt auf. Und dann ging es wirklich los. Also mein Mann hat dann mir geholfen, noch die Schuhe auszuziehen, die Hose. Es kam eine Krankenschwester kurz rein und hat mir auch geholfen. Und während ich so noch da stand, hat mein Mann auch noch so rumgescherzt in so einer Wehenpause und hat gemeint, boah, du hast
voll in die Hose gepinkelt. Und ich so, nein, das ist wirklich Fruchtwasser. Und es war wirklich viel. Das ganze Bett war ja nass. Ja, und ich habe mich dann wieder hingelegt, habe kurz da gelegen und es hat mich wirklich von 0 auf 100 sowas von umgehauen. Ich habe nur noch das Geländer gepackt, also ist, an den Betten ist ja immer so ein Geländer. Ich habe mich da dran festgekrallt, habe mir meinen Mann gekrallt, habe die Füße gegen das Brett unten gedrückt und habe gesagt, das Kind kommt. Habe nur noch so geschrien und die Ärztin oder die Hebamme hat mich angeguckt und meint, nein, das kann doch nicht sein. Ich so, das Kind kommt, ich muss pressen. Und die guckt mich an, nein, jetzt noch nicht. Die war total entspannt und meint, nein, das ist noch nicht so weit. Weil die hat ja kurz vorher gerade noch geguckt, ich war bei 3 cm. Und ich habe das Köpfchen gespürt. Ich habe gesagt, ich muss pressen, das Kind kommt. Ich spüre es im Geburtskanal. Und in jener Minute füllte sich das komplette Zimmer mit Ärzten. Und die haben dann auch sofort beschlossen, mich in den Kreißsaal zu bringen. Und das waren wirklich Sekunden, also es ging wirklich so an mir vorbei. Also ich kann das noch so sehen, wie ich in dem Bett liege und die mich rübergefahren haben. Und ich sehe das irgendwie so wie in so einer Vogelperspektive. Und ja, ich bin gerade in dem Kreißsaal angekommen und es war wirklich nicht weit. Und ich fange auch voll an zu schwitzen und habe voll kalte Hände. Es ist irgendwie total aufregend, wenn ich das jetzt gerade nochmal so erzähle. Ja, sind dann in dem Kreißsaal angekommen und die sagten zu mir, ich muss das Bett wechseln. Und in dem Moment kam auch schon die nächste Wehe und ich so, ich wechsle hier überhaupt nichts mehr. Ich bekomme jetzt mein Kind. Und in dem Augenblick, in dieser kurzen Wehenpause hat sich mein Mann doch tatsächlich wieder auf den Stuhl gesetzt, der da stand. Und ich habe den so dermaßen angeschrien, habe gesagt, du kommst sofort hier hin, das Kind kommt jetzt. Und ich wollte ja eine Hand haben zum Festhalten. Und ja, in dem Moment diskutierten auch noch so die anderen Ärzte dann so, ja, wie machen wir das jetzt hier mit dem Bett und soll sie wirklich hier in dem Bett das Kind kriegen? Und ich habe nur noch so eine Presswehe verspürt, habe einmal noch gepresst und die sagten, das Köpfchen ist draußen und alle haben nur die Augen aufgerissen. Mein Mann stand schockiert da und wusste nicht, was er sagen soll. Ich war ja eh total mit den Wehen beschäftigt, hatte kurz diese kurze Verschnaufpause und dann war noch einmal eine Presswehe und sie war da. Und ja, sie lag vor mir und ich konnte nichts mehr sagen. Es war einfach Stille in dem Raum, es hat keiner mehr was gesagt. Es haben alle nur doof geguckt, so hatte ich zumindest das Gefühl, genauso wie ich. Ich habe mir mein Kind angeguckt und konnte nichts sagen. Sie hat da gelegen. Ich habe sie mir auch nicht nach oben genommen, weil ich einfach so geschockt war. Ich habe nur rüber zu meinem Mann geguckt und habe gesagt, sie ist da. Und er guckt mich an, war total, ja, auch total emotional. Und man hat auch gesehen, dass er überhaupt das gar nicht verarbeiten konnte, weil es einfach so mega schnell ging. Das waren wirklich von dem Telefonat, wo die Blase dann geplatzt ist, die Fruchtblase, das war um 14.11 Uhr. Bis in den Kreißsaal, bis sie dann vor mir lag, waren es 14.29 Uhr. Das heißt, 18 Minuten. Innerhalb von 18 Minuten war sie da. Also wir waren ja auch erst kurz vor 14 Uhr im Krankenhaus. Es ging einfach so rasant und ich kann gar nicht, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ja, sie lag vor mir und dann sagte auf einmal eine Hebamme zu mir, wollen Sie Ihr Kind nicht auf die Brust? Und ich sage, ja, kann sie mir jemand geben, weil ich konnte mich nicht nach vorne richten und sie nehmen. Ich war einfach so perplex, ich konnte nichts mehr machen. Und es hat mir dann jemand die Kleine gegeben und ich war einfach nur glücklich, dass es vorbei war. Und denke mir, krass, ich habe fast keine Schmerzen gehabt. Das waren vielleicht die Presswehen, die mal gerade heftig waren. Aber das waren vielleicht auch nur, wenn es hochkommt, 4. Das war es dann auch schon. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Die Kleine ist da und wir waren mega glücklich. Und ja, es war dann halt auch so, die sagten mir dann auch kurz, ja, es ist nichts passiert, es ist
nur ganz leicht gerissen. Beim Kieren bin ich auch nur leicht gerissen. Das wurde dann auch direkt genäht. Ach genau, zur Plazenta wollte ich noch was sagen. Bei Kieren war es so, dass die Plazenta nicht direkt rauskam. Da hat es zwar 20 Minuten gebraucht, bis es dann endlich rauskam. Ich sollte eigentlich noch in den Not-OP geschoben werden. Und im Fahrstuhl haben sie dann gesagt, es ist noch eine andere Not-OP dazwischen gekommen, dass sie noch mal kurz warten wollten. Dann bin ich noch mal kurz in den Kreißsaal zurückgekommen. Und dann konnten sie die Plazenta so rauslösen mit Drücken auf den Bauch. Und diesmal war es leider wieder genauso. Die Plazenta hat sich wieder nicht gelöst. Ich habe auch noch mal irgendein Tropfmittel bekommen oder so. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Jedenfalls hat sich die Plazenta wieder nicht gelöst und die mussten mir wieder auf den Bauch rumdrücken. Und das war schmerzhafter als alles andere, als die Geburt an sich. Ich fand es einfach furchtbar und ich habe so geschrien. Wirklich, es war krass. Ich habe gedacht, wieso muss mir sowas passieren, dass ich so schnell Kinder auf die Welt bringe, aber jedes Mal meine Plazenta festhängt und die nicht raus will. Ja, aber ich habe es dann im Endeffekt dann auch geschafft und ich wurde dann nochmal mit 1-2 Stichen genäht. Wie gesagt, wegen dem Mini-Riss. Und ja, dann waren wir noch circa 6 Stunden im Krankenhaus. Und ja, mein Mann hat es mir einfach immer und immer wieder erzählt, diese Geschichte, also das, was wir halt gerade erlebt hatten, weil ich das nicht glauben konnte. Ich habe immer gesagt, kannst du mir nochmal erzählen, wie das war? Ich kann mir das nicht... Ich kann es einfach nicht wahrhaben. Und mein Mann erzählt es mir immer und immer wieder. Und irgendwann kam dann auch eine Hebamme rein. Und zwar auch eine, wie nennt man die nochmal? Hebammenschülerin. Und die kannte ich auch schon von der Geburt von Kian. Die war zufällig dann halt auch da und hat das halt mitbekommen. Und sie sagte zu mir, können Sie das bitte wieder in einem Jahr wiederholen, weil ich muss meine Examenarbeit über sowas über eine Geburt schreiben und ich würde gerne Sie als Beispiel nehmen. Und ja, sie wollte dann so gerne darüber schreiben und ich habe gesagt, ich kann das selbst nicht fassen und die konnte es auch nicht fassen. Selbst weil sie auch ihre erste Geburt war zum Beispiel die mit Kian. Und das war eine Wassergeburt, also da hatte ich eine Badewannengeburt. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt von mir. Ich hatte ja auch schon mal erzählt von der Geburt von Kian. Und das war ja eine super spontane Wassergeburt. Und ja, da war sie halt die Hebammenschülerin, die dann dabei sein durfte. Das war ihre erste Geburt, dann zusätzlich noch ihre erste Wassergeburt. Und ja, und dann hat sie auch noch die Geburt von Jolene mitbekommen. Ich fand es echt schön. Und ja. Wir sind, wie gesagt, nur 6 Stunden im Krankenhaus gewesen und dann sind wir danach auch wieder nach Hause. Ich wollte direkt nach Hause, um mich dann dort auszuruhen, weil ich es einfach entspannter finde und ja, wollte halt auch, dass Kian nicht so lange bei der Oma ist. Ja, das war es eigentlich auch schon, die Geschichte. Und ja, wenn ich es halt jetzt erzähle, kriege ich Gänsehaut. Aber das habe ich euch ja jetzt gerade schon mal gesagt. Ja. Total aufgeregt und aufregend war es. Es konnte wirklich kaum jemand glauben. So schnell geht das dann. Also man muss nicht immer nur eine schreckliche Geburt haben. Es kann auch positiv laufen und einfach ratzefatz gehen, schneller als man denkt. Und ja, davon wollte ich euch einfach erzählen. Und für mich war es wirklich eine Traumgeburt. Mein Mann sagt immer wieder, wann kommt das dritte? Aber ich glaube, erstmal wird es bei beiden bleiben, bei den zwei, und es wird kein drittes nachkommen. Aber wer weiß, was im Laufe der Zeit sich so alles ändert, ob wir dann doch irgendwann anderer Meinung sind. Mal schauen. Und ja, ich hoffe, dass ich euch demnächst wieder mehr erzählen kann. Ihr dürft gerne liken und mir folgen. Und ja, ihr würdet mich auf jeden Fall freuen über Abonnenten und über den Daumen hoch, sagt man einfach so schön, ne? Genau. Und ich werde mich dann bald wieder bei euch melden und euch einen wunderschönen Tag und tschüss, genießt das schöne Wetter. Wir haben hier heute mega tolle Sonne und wir werden bestimmt gleich noch einen Spaziergang machen. Tschüss, ihr Lieben. Bis dann.